Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich komme heute wieder mit einem Newsletter zu Ihnen, einem Video-Newsletter. Sie kennen das ja schon. Unser Thema heute ist die chronische Kieferhöhlenentzündung, besonders auch die Kieferknochenentzündung. Wir müssen zunächst mal klären, wie diese Kieferknochenentzündung entsteht. Und zwar ist das relativ einfach zu erläutern. Wenn das zum Beispiel der Zahn ist, dann wird der Zahn ja entfernt, weil er entzündet ist. Und um den Zahn herum ist eine entsprechende chronische Knochenentzündung. Und wenn man jetzt den Zahn entfernt, dann ist der Körper in der Regel in der Lage, diese Entzündung abzubauen. Das dauert etwa 3-4 Wochen, dann ist das alles in Ordnung. Ist der Organismus aber in dieser Zeit in einer Mangelsituation, zum Beispiel ein Vitaminmangel oder steht der Patient unter Stress oder liegt ein Infekt vor, dann ist der Körper nicht in der Lage, diese Entzündung abzubauen, sondern er kapselt sie ab. Das heißt, die Entzündung bleibt bestehen und in dieser Entzündung sind entsprechende Bakterien und die locken natürlich die natürlichen Killerzellen an, die Granulozyten zum Beispiel. Was passiert dann? Dann werden Entzündungsbotenstoffe freigesetzt, sogenannte Rantestoffe, und diese chemotaktilen Elemente gehen in den Organismus über und können dort in den verschiedensten Bereichen verschiedenste Nachfolgeentzündungen hervorrufen, aber auch unspezifische Symptome können hervorgerufen werden, wie zum Beispiel Energiemangel, wie zum Beispiel Nervosität, Schlaflosigkeit und vieles andere mehr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie diagnostizieren wir das? Wie bekommen wir heraus, ob bei den Patienten eine chronische Kiefernekrose, Kieferentzündung vorliegt? Früher haben wir uns der sogenannten Elektroakupunktur genutzt. Dieser Begriff Restostitis stammt im Endeffekt auch aus der Elektroakupunktur. Ich selbst habe lange Zeit die Elektroakupunktur und auch die Kinesiologie praktiziert, aber wir wissen, dass es da natürlich auch gewisse Unsicherheiten gibt. Heute sind wir wesentlich weiter. Heute sind wir in der Lage, diese Chemokine nachzuweisen, und zwar durch einen entsprechenden Bluttest, also einen immunologischen Test, den sogenannten Lymphozytentransformationstest. Das bedeutet, man nimmt dem Patienten etwas Blut ab, schickt das zu einem Institut nach Berlin, dem IMD, und die können uns sagen, sind die Rantes-Faktoren positiv oder sind sie entsprechend negativ. Rantes übrigens ist ein Begriff, der es eine Abkürzung darstellt, ähnlich wie Nico, das sind alles Synonyme. Die habe ich Ihnen aber auch in den schriftlichen Anteil des Newsletters reingebracht, wie diese entsprechenden Erklärungen sind. Früher hat man diesen ganzen Bereich ausfräsen müssen, also den Kiefer weggefräst, regelrecht amputiert. Ich habe das früher auch gemacht, weil wir keine anderen Möglichkeiten mehr hatten. Heute gehen wir, wie wir es nennen, minimalinvasiv vor. Das heißt, wir eröffnen punktuell an der Stelle, wo sich die Kieferentzündung befindet, den Kieferknochen, schälen das alles sauber aus und jetzt kommt's: Man leitet dann Ozon in diese Knochenhöhle ein, denn Ozon spaltet Sauerstoff ab und genau das mögen die Anaerobier, also die sauerstoffempfindlichen Bakterien, nicht. Und gehen dabei zugrunde. Das heißt, durch diese Methode kriegt man diese Kieferentzündung völlig weg. Man spült danach noch mit entsprechenden homöopathischen Mitteln und dann ist der Prozess ausgeheilt. Eins muss man jedoch bedenken. Diese Rantes-Faktoren sind primär spezifisch für Kieferknochenentzündungen. Aber in seltenen Fällen können auch Gelenkentzündungen Rantes-Produkte ausschütten. Das heißt, auch in der Synovialflüssigkeit können Rantes-Faktoren, Chemokine vorhanden sein. Das bedeutet also, dass nur der Rantes-Test uns noch keine hundertprozentige Aussage gibt, ob jetzt wirklich eine Kieferhöhlenentzündung vorliegt, ja oder nein. Dementsprechend sind wir dann gefordert, mit Hilfe unserer Methoden, also den bildgebenden Verfahren, entsprechend nachzuweisen, ob das jetzt vorliegt, ja oder nein. Und diese bildgebenden Verfahren stelle ich Ihnen jetzt mal vor an unserem Röntgenbetrachter. Wir Zahnärzte machen jetzt zunächst sogenannte bildgebende Verfahren. Sie sehen hier, das kennen die meisten von Ihnen, eine sogenannte Panoramaaufnahme. Wenn die Entzündung groß ist, die Kieferknochenentzündung, dann sieht man hier zum Beispiel, wo der Weisheitszahn früher mal gesessen hat, eindeutig eine Entzündung. Das Tückische dabei ist, der Patient oder die Patientin spürt diese Entzündung nicht. Aber meistens ist es nicht so groß wie hier, sondern es ist wesentlich kleiner, sodass die Übersichtsaufnahme nicht ausreicht. Deshalb benötigen wir dann eine sogenannte computergestützte Röntgenaufnahme, eine 3D-Aufnahme, und von allen Seiten zu schauen, wo die Entzündung sich befindet. Und das sehen Sie hier drüben. Hier ist eine kleine, winzige
Kieferknochenentzündung und auch wenn sie winzig ist, kann sie natürlich eine entsprechende Ursache haben. Das heißt, mit bildgebenden Verfahren können wir dann genau feststellen, wo diese Entzündung sich befindet. Wir kommen jetzt nochmal zu den Symptomen. Das sind einmal sogenannte unspezifische Symptome, die von der Kieferentzündung ausgehen können, wie Energiemangel, Niedergeschlagenheit, depressive Verstimmungen, Nervosität und vieles andere mehr. Aber auch ganz klassische schulmedizinische Diagnosen können durch die Kieferentzündung hervorgerufen werden. Ich habe Ihnen hier mal eine Grafik mitgebracht. Da sieht man unten in erster Linie, dass es zu Allergien führen kann. Des Weiteren zum Beispiel zu Rheuma und zur rheumatischen Arthritis. Aber auch sogar die Trigeminusneuralgie kann durch so eine Kieferhöhlenentzündung hervorgerufen werden und auch orthopädische Probleme. Von daher gesehen, wenn Probleme da sind, die man nicht so richtig fassen kann, sollte man an diese Kieferentzündung denken. Die weiteren Details habe ich Ihnen in den schriftlichen Bereich des Newsletters reingegeben. Natürlich, wenn Sie Rückfragen haben, rufen Sie mich an oder schicken mir eine Mail. Wir machen jetzt mit dem Newsletter eine Sommerpause bis September. Natürlich nicht die Praxis, die ist weiterhin natürlich geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Machen Sie es gut. Bis bald.